So, nächstes Video. Was leitet alles? Na, wir haben ja gesagt, die Leitung Metall, okay, das ist kein Problem. Wir brauchen ja freie Elektronen, Metalle. Die leiten. Das sind Leiter. Die leiten. Kein Problem. Wasser, H2O, leitet selber nicht. Aber Wasser leitet, wenn dreckig. Und Wasser ist immer irgendwie ein bisschen verunreinigt. Dann leitet es. Das muss ich mal klar machen. Wir hatten jetzt eben von, nochmal, was ist Strom? Bewegte Ladungsträger. Kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. So, und das müssen wir jetzt klären. Nochmal, wir hatten ja gesagt, Strom sind bewegte Ladungsträger. In Metallen sind es Elektronen, meistens. Hier können wir sagen, weil Elektronen drin sind. So, aber was ist in Wasser? Dreckig, hatte ich gesagt. Wenn wir destilliertes Wasser nehmen, also ganz blitzsauberes Wasser, dann leitet es von sich aus nicht. Aber Wasser, was wir aus der Leitung kennen, Wasser, was im Schwimmbad ist, andere Wässerchen oder, die haben alle in sich irgendwelche anderen Ladungsträger und die nennen sich Ionen. Weil meistens Ionen drin sind. Deswegen leitet Wasser dann. Man sagt im Allgemeinen, Wasser leitet. Und wenn ich jetzt sage, ein Grashalm leitet, dann leitet er, weil er Wasser in sich hat, welches irgendwelche Ionen drin hat. Ein Grashalm, womit man mal ausprobieren kann, wie geht das? Kriege ich eine gewischt am Elektrozaun, ne? Da kann man so langsam ranfahren. Auf diese Versuche kommen wir dann noch. Und Gras leitet, nasse Strippen leiten, nasses Holz leiten. Aber alles nur, weil das Wasser, was da drin ist, nicht mehr sauber ist. Also destilliertes Wasser leitet nicht. Aber was sind Ionen? Und jetzt hatten wir ja gerade was von Atomen erzählt. Nochmal, ich habe ein Atom mit einem Elektron. Ich lasse das hier außen mal in Rot rumschwirren. Das wäre ein Wasserstoffatom. Hier ist ein Elektron, ein Proton, das ist Wasserstoff. Und jetzt bringe ich hier wieder eine Tüte Elektronen hin. Alle negativ geladen. Dann schubsen die das. Ach so, und wir brauchen noch ein zweites. So, und ein zweites Wasserstoffatom mit einem Elektron. Dann schubsen doch diese Elektronen dieses, wenn das funktionieren würde, dieses Elektron hier weg. Und dann bleibt übrig ein Proton. Einverstanden? Das ist aber kein vollständiges Atom mehr. Das heißt also, in diesem Fall nennt man das Ion. Ein Ion ist ein sozusagen unvollständiges oder ein übersättigtes Atom. Denn was passiert denn jetzt? Wir müssen jetzt in Blitzgeschwindigkeit, noch schneller als Lichtgeschwindigkeit denken. Was passiert denn jetzt, wenn dieses Elektron hier schon mal sich hierhin bewegt hat, zum anderen Wasserstoffatom, wenn das so ginge, dann hätte das doch zwei Elektronen, stimmt's? Das wäre zu viel. Dann wäre das auch ein Ion, aber negativ geladenes. Warum? Weil eine positive und eine negative Ladung, die gleichen sich ganz genau aus. Sonst müsste man überall, also wenn, na gut, nochmal, ein Ion ist nichts anderes, Ion ist ein unnormales Atom. Nochmal eine Frage, habt ihr in Chemie schon über Ionen geredet? Also wisst ihr das? Okay, dann ist es kein Problem. Ionen sind also unvollständige bzw. übersättigte, mit Elektronen übersättigte Atome. Zu viel oder zu wenig Elektronen. Nicht wie im Normalzustand. So, und diese Ionen, die könnten zum Beispiel in einer Lösung von Wasser, kann es so aussehen, ich habe hier einen Pott Wasser und ich habe hier eigentlich Natriumchlorid-Kochsalz reingetan in das Wasser. Und dieses Natriumchlorid, das kann ich durchaus, diesen Versuch werden wir dann auch machen, mir gelöst vorstellen als Na+ und Cl-Ionen. Natrium positiv deswegen, weil es ein Elektron abgegeben hat und Chlor hat eins zu viel, ein Elektron.
Und das sind beides Ionen. Ja, und wenn ich jetzt hier wieder mit meiner Tüte Elektronen ankomme, dann kann man sich vorstellen, wer wird denn dann angezogen und abgestoßen? Dieses Wasser, das würde sehr gut leiten. Welches von diesen beiden Ionen wird angezogen und welches wird abgestoßen? Ganz genau. Natrium-Ionen würden hier auf diese Seite der, mit meiner Tüte Elektronen, ne, würden da angezogen werden und Chlor-Ionen werden abgestoßen. Diesen Versuch, den werden wir dann später als Elektrolyse machen, werden wir dann sehen, wie viel Strom da fließt. Der besteht so ähnlich wie bei einem Akkumulator, hier, mit so einem, das ist eigentlich auch bloß ein Behälter, werden wir uns einen Behälter schnappen, Wasser reinfüllen, Kochsalz reinfüllen und in dieses Zeug hier werden wir zwei Metallplatten reinhängen. Und wenn diese beiden Metallplatten da drin sind, die berühren sich aber nicht. Wenn diese beiden Metallplatten drin sind und ich schließe hier wieder meine Tüte Elektronen an, also ich nehme hier den negativen, ich mache es jetzt mal so, ich schließe hier also den negativen Pol an, demzufolge ist automatisch hier der Pluspol, dann werden hier die ganzen Natrium-Ionen angeflattert kommen und auf der anderen Seite die Chlor-Ionen und dann, naja, aber machen wir dann alles ausführlich. Hier gibt es wieder eine Frage. Wir haben uns jetzt lauter schlimme Geschichten erzählt über elektrischen Strom und naja. Und vor allem über Elektrolyse sind wir dahin gekommen, denn wenn ich etwas vergolden will, brauche ich Cyansalze und das hängt mit Blausäure zusammen, das ist gefährlich und dann kam man da drauf. Gut, nochmal, bewegte Ladungsträger sind im Allgemeinen in Metallen Elektronen, freie Elektronen, die dann geschubst werden und hier Ionen. Es geht also in beiden Fällen. Es gibt noch andere Varianten, die sollen uns aber im Moment nicht interessieren. Wir werden uns vor allem mit metallischen Leitern beschäftigen die ganze Zeit. Und bei diesen metallischen Leitern geht es uns um diese Elektronen. Das kann man auch messen. Und zwar wie dolle und wie viel und so weiter. Und jetzt müssen wir uns mal Folgendes überlegen. In dieser Schaltung hier, wie kann ich die Stromstärke messen? Na ganz einfach, ich muss hier irgendwo, entweder hier oder hier oder hier. In der Glühlampe geht es wohl kaum, weil ich da nicht reinkomme. Oder hier, hier, egal wo, hier, Schnuppe, bis hier ran. Da kann ich ein Strommesser einschalten und dann kriege ich raus, wie viel Strom da durchfließt. Wogegen ich die Spannung, den Druck, nur in diesem Fall, aber das, ich will es jetzt nicht übertreiben, das kann ich dann hier an der Stelle machen. Ohne dass wir messen, werden wir erstmal uns mit lauter solchen Dingen beschäftigen. Wir werden Alarmschaltungen bauen und so weiter, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Das heißt, wir brauchen in nächster Zeit, jetzt fassen wir nochmal zusammen, wir brauchen die Symbole für Spannungsquelle. Die Spannungsquelle entweder als Batterie oder einfach als Steckdose mit einer gewissen Spannung und eventuell mit den Polen. Und wir brauchen Leitungen, das sind Striche. Wir brauchen Schalter. Ich hatte das gerade gezeigt. Das rührt wirklich aus der Geschichte. Das sind solche Hebelschalter. So werden die dargestellt. Jetzt erstmal, es gibt noch andere. Wir brauchen Dinge, die uns zeigen, dass da wirklich Strom fließt. Nämlich eine Lampe. Jetzt kommt wieder ein Symbol, eine Hupe. Ja, die wird so angeschlossen. Und die Hupe... Der war nicht schön. So, die Hupe wird so angeschlossen. Wir werden eine Klingel. Und jetzt sieht gleich jeder, eine echte Klingel hat auch eine Glocke. Und die Glocke wird da einfach... Eine Klingel, die werden wir auch brauchen. Solche Dinge. Wir werden auch später zu Relais und so weiter, zu solchen Dingen kommen. Das sind unsere wichtigsten Elemente. Die brauchen wir, damit wir was sehen. Und damit wir was hören, damit wir merken, dass da wirklich was passiert. Ich habe diese Elemente jetzt sehr hässlich gemalt. Wir werden sie im Allgemeinen relativ normgerecht malen und auch wirklich die Leitungen richtig schön sauber heranführen.
immer als Skizzen, immer freihand üben. So, das bis dahin, ich mache nochmal Pause. Einverstanden, wenn das sein muss, dann machen wir noch einen folgenden Spaß. Wir nehmen noch einen Motor dazu. Und ein Motor, ähnlich wie eine Glühlampe, hat einen Kreis in sich und da steht ein M. Und wisst ihr was? Ist eigentlich ganz leicht. Dann kann ich auch noch zeigen, wie ein Generator als Schaltzeichen aussieht, obwohl wir keinen Generator einsetzen werden. Generator oder Dynamo, ne? Das ist auch nur ein Generator. Das ist auch wieder ein Kreis und dann steht ein großes G drin. Naja, und wisst ihr was? Ich setze noch ein paar Dinger drauf. Ein Strommesser. Oh nee, schreiben sollte man können. Ein Strommesser ist auch bloß ein Kreis, aber da steht ein großes A drin, wie Ampere. Und ein Spannungsmesser da steht ein V drin. Ach, das ist nicht schick, Mensch. Ich werde ein bisschen luschig jetzt hier. Das soll natürlich nicht so schlimm sein. So, jetzt wissen wir es aber nur wirklich. Wie gesagt, aber vorläufig mit Generator, Strommesser, Spannungsmesser werden wir uns nicht beschäftigen. Das machen wir dann. Das kommt dann. Wenn wir ein Gefühl dafür bekommen haben, wo Strom fließt, wann Strom fließt, wie man Schaltungen aufbaut und so weiter. Also damit es ein bisschen, sagen wir mal, Erlebnis betont wird und damit man auch wirklich praxisbetont rangeht. Damit ihr auch zu Hause mal ganz locker beigehen könnt und was reparieren könnt. Natürlich ohne, dass Strom anliegt und Spannung anliegt und so weiter. Okay, nochmal kurze Pause und dann schließen wir dieses Video ab. So, dieses Video können wir mal abschließen in diesem Fall. Also ich habe hier übrigens nochmal rangemietzelt, was man alles wissen soll, damit wir für die nächsten Versuche gewappnet sind. Und habe da überall entsprechende Symbole rangemacht. Hier, diese Ausrufezeichen heißen, das muss man wissen, das muss man wissen. Bewegte elektrische Ladungsträger umfassen Ionen und Elektronen, ne? Reicht uns. Und noch andere, also wir sagen ganz allgemein diesen Begriff. Man sollte wissen, dass bei der Batterie man sich diese Eselsbrücke, ne, dass man sich das merken kann. Das dünne Ding kann ich durchbrechen, dann wird es zu Plus und das dicke nicht, dann wird es zu Minus. Alles andere nicht. Metalle leiten, das wird uns in nächster Zeit beschäftigen. Wir werden es später auch mit Ionen beschäftigen nochmal, das ist später dran. Und dann sämtliche Schaltzeichen, wie ich sie hier alle gekennzeichnet habe, die sollte man wissen. So, an der Stelle schließe ich das Video ab. Wir machen jetzt mal eine Übung. Eine Übung und zwar probieren wir mal ganz einfach, ohne zu wissen, was das für eine Schaltungsart ist, ob hier was leuchtet oder nicht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, jetzt erstmal das Video dicht.